Weiter geht es mit den Beweisstücken und den per Haftbefehl Gesuchten von Battlefield Hardline in der zweiten Episode. Insgesamt gibt es hier 6 Beweise und 2 Gesuchte, die ihr festnehmen müsst, lebendig festnehmen müsst. Und jo, das zeige ich euch jetzt. Auf jeden Fall startet oder wiederholt einfach die Episode. Dann kommt eine Cutscene und ihr müsst ein bisschen spielen. Und davor ein bisschen schießen. Auf jeden Fall spielt so lange, bis ihr an diese Stelle hier kommt. Die ersten 3 Beweise befinden sich im Wäscheraum. Und ja, deswegen lauft erstmal bis zum Wäscheraum. Oder Wäschereiraum, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hier sind lauter Gegner, die habe ich jetzt ausgeschalten. Und die Beweise schon mal markiert. Auf jeden Fall von der Treppe aus geht ihr da runter. Und da steht schon der erste Beweis. Einfach wieder analysieren mit eurem Scanner. So, dann ein bisschen weiter hier. Ist so ein Hawaii-Hemd oder irgendwas. Tut es einfach wieder scannen. Ihr seht da auch wieder links oben, wo ihr euch gerade befindet. Und wie weit das nächste Teil weg ist und in welche Richtung. Genau. So, das war das dritte und letzte. Der dritte und letzte Beweisstück. Und jetzt müsst ihr ein ganzes Stück weiterspielen. Bis fast zum Ende der Episode, wo ihr Leo festnehmen müsst. Und ja, wir sind jetzt gerade in der Lobby und hier sind die letzten 3 Beweisstücke und 2 Leute, die ihr festnehmen müsst. Auf jeden Fall schaltet ihr jetzt erstmal alle aus, oder nicht alle, auf jeden Fall die beiden hier. Hier könnt ihr einfach K.O. schlagen oder einfach so festnehmen. Oder ihr nehmt eine Waffe mit Schalldämpfer. Das würde ich euch eigentlich empfehlen. Macht es auf jeden Fall so, dass ihr die Gegner nicht alarmiert. Weil ihr müsst ja hier einen festnehmen und den dürft ihr nicht erschießen. Hier, ich habe jetzt geschnitten. Und bevor wir jetzt den ersten Typen festnehmen, holen wir uns die 2 Beweisstücke, die hier rumliegen. Geht dann auf jeden Fall hier rein. Und auf diesem Tisch, ja, ich habe es übersehen. Ihr seht ja wieder links oben den Pfeil. Hier ist das erste Beweismaterial in diesem Raum in der Lobby. So, dann geht er weiter in diese Tür oder durch diese Tür. Und auf diesem Kopierer liegt dann das zweite Beweisstück. So, einer dieser beiden ist die gesuchte Person. Tut die wieder analysieren und verhaftet den dann. Also wenn ihr euch irgendwie entdeckt, geht einfach zurück zur letzten Checkpoint. Wenn ihr auch danach oder so entdeckt werdet, ist es egal. So, nehmt den fest. Nehmt immer erst den Typen fest, den ihr verhaften müsst. Weil das wird ja dann automatisch gespeichert. So. Stellt sicher, dass ihr die Person, die ihr gerade festgenommen habt, auch durchsucht. Weil da ist noch das letzte Beweisstück in der Episode. Also durchsucht den Körper und dann bekommt ihr noch ein Beweisstück. So. Spielt dann ein bisschen weiter, es ist nicht mehr viel, bis dann diese Cutscene kommt. Und danach dieser Cutscene könnt ihr den letzten per Haftbefehl Gesuchten festnehmen. Der kommt dann zusammen mit einigen anderen Gegnern. Müsst ihr aufpassen, dass ihr den nicht aus Versehen erschießt. Also scannt erst alle Gegner vorher, damit ihr wisst, welchen ihr festnehmen müsst. So, also wenn ihr hier jetzt wieder entdeckt werdet, geht zurück zur letzten Checkpoint. Weil dann könnt ihr den Typen nicht mehr festnehmen. Müsst jetzt halt schauen, wo er ist. Der ist es nicht. Der auch nicht. Auch nicht. Ja, der ist es. Das seht ihr immer mit diesem Symbol über seinem Kopf. Analysiert den. Ihr seht, er hat eine Schrotflinte als einziger. Und nehmt den fest. So, und das war dann schon der letzte. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Playlist mit den anderen Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.